Und somit begrüße ich euch sehr herzlich zu einem weiteren Video mit dem Train-Simulator, ja, könnte man sagen. Und zwar geht es heute, wie installiere ich Freeware im Train-Simulator, da mich das immer wieder Leute fragen. Markus, wie geht das? Wie schaffe ich das auch, was zu installieren? Deswegen dachte ich, ich zeige es jetzt euch einmal. Und zwar benötigt ihr zuerst einen neuen Tab. Dann könnt ihr zum Beispiel eingeben Railworks Austria. Dann kommt ihr auf die Seite von Railworks Austria. Und wir sagen jetzt, wir laden uns unter Downloads die 1144 runter, da runterladen. Dann wird sie da links unten downgeloadet. Nachdem die Datei runtergeladen wurde, habt ihr sie da als RWB beziehungsweise ZIP-Datei. Dann könnt ihr sie darüber ziehen auf dem Display und mit dem Klick auf die rechte Maustaste mit dem Programm Utilities zum Beispiel entpacken. Einfach hier entpacken. Dann habt ihr hier drei Dateien. Den Funk, die README und die RWB-Datei. Die benötigen wir jetzt auch. Den Tab könnt ihr schließen und ihr geht hier runter auf Explorer und öffnet den. Dann kommt ihr in den Explorer rein. Dann sucht ihr euch, wo ihr Steam installiert habt und öffnet mal den Ordner. Dann schaut das so aus. Und dann geht ihr auf Steam. Steam Apps, Common, Railworks und auf, das ist ziemlich weit unten, das 10. von unten glaube ich schon fast, Utilities, das ist eine Anwendung. Öffnen, dann könnt ihr da Explorer mal minimieren beziehungsweise schließen. Dann geht es hier auf Paketmanager und tut ihn mal aktualisieren. Dort erscheint dann alle eure Sachen, die ihr im Train-Simulator bereits installiert habt. Dann geht es hier auf Install, also installieren. Und sucht euch die ÖBB 1144 RWB Datei. Ihr habt sie zum Beispiel jetzt hier bei mir. Dann auf Öffnen. Und dann wird sie installiert. Und wenn sie dann installiert ist, scheint sie auch hier auf unter ÖBB unterstrich 1144. Dann können Sie es noch mal aktualisieren. Und schließen. Danach öffnet ihr den Train-Simulator, den wir eigentlich vorher hätte schließen sollen. Genau, dann starten wir mal den Train-Simulator.
Wenn ihr sie dann suchen wollt, geht es am besten hier auf Fahren. Schnelles Spiel. Dann sucht ihr euch die raus. Die hättet ihr dann unter SHG ÖBB. Also das ist die 1044, ne? Falsch, Leute. Ich habe so viel Rollmaterial. Und die wäre dann zum Beispiel hier als ÖBB 1144 gekennzeichnet. Ihr hättet hier drei vorangefertigte Zugverbände, beziehungsweise könnt ihr auch euren eigenen Zugverband erstellen, was leider bei mir nicht mehr geht, deswegen machen wir das jetzt auch nicht. Andere Möglichkeit wäre natürlich auch hier als Erstellen, Szenario. Dann sucht ihr einfach ihre Strecke raus. Sagen wir jetzt zum Beispiel Salzburg-Wels, neues Szenario, Name jetzt ÖBB, zum Beispiel Test, dann starten wir zum Beispiel in Salzburg. Und wenn das dann geladen hat, habt ihr die im Objektfilter. Objektgruppenfilter nennt sich das hier. Und ihr könnt es dann hier bei auf der rechten Seite unter RailWorks Austria ich bin mir nicht sicher, ob es da ist oder am anderen. Dann habt ihr da die Logs. Dann geht es hier auf. Nein, ist doch im anderen Ordner drin. Okay. Dann geht es auf RailWorks Austria. Aus den Rail Vehicles. Da müsste jetzt eigentlich drauf sein. Also wenn man die Loks auswählt, genau. Da ganz links sind die Lokomotiven. Dann habt ihr da alle 1144er. Aus dem Freeware Paket. Die alle halt in diesem Paket dabei sind. Dann könnt ihr euch jetzt zum Beispiel da raufsetzen. Und mit dem Lokführer versehen. Drehen wir die um. Was sind wir hier? Also das mit den Szenario erstellen ist halt eher ein, naja. Es ist nicht so einfach, aber man lernt das auch mit der Zeit. Dann gibt es einfach als Endpunkt. Sagen wir jetzt einfach einmal hier Salzburg-Eigelhof ein. Speichern wir das einmal. Und so könnte man
Zum Beispiel ein Szenario mit der 1144 bauen. Ja, und ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir auf Discord. Discord-Link habt ihr in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und viel Erfolg bei dieser Installation. Sagt der Markus. Ciao.